So, jetzt müsste ich eigentlich wieder drauf sein. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt klappt. Ich bin hier jetzt noch in meinem Dorf. Wie gesagt, es ist ein kleiner Spontan-Stream, so weiß ich nicht, wie lange, eine Stunde oder so. Ich hatte ein bisschen Freizeit, noch eine Stunde oder eine Stunde Leerlauf, und dachte mir, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Mal eben gucken, habe ich eine Nachricht gekriegt hier. Nein. So, jetzt muss ich mir einfach gerade gucken, wen ich überhaupt angreife. Wie gesagt, ich habe einen Push drin. Deswegen dachte ich mir, komm, wir machen das jetzt mal eben. Wir machen jetzt mal eben hier einen kleinen spontanen Stream. Ich hoffe, es klappt auch alles. Und ihr werdet auch alles soweit hören. Und deswegen muss ich mal eben jetzt ganz kurz nach mir selbst suchen in der App, damit ich den Chat auch von mir lesen kann. So, mal gucken. Clash of Clans, wieso bin ich denn jetzt nicht hier drin? People, muss ich mal suchen, ob ich mich... Oh, Alter, der hat auch ziemlich viel Loot. Ich habe keine... Der Multi-Infernos sind natürlich auch immer so eine Sache. Deswegen möchte ich... Ich muss ihn eigentlich angreifen, sonst... Es lohnt sich ja sonst auch nicht. Ich muss mich auch mal eben kurz selber suchen in der App. Sonst finde ich mich nicht. Ich muss ja wissen, ob der Chat funktioniert oder nicht. Und ob dann das geschrieben wird. So. Und ob ich überhaupt live drauf bin, das muss ich natürlich auch wissen. Ob das überhaupt alles jetzt so weit funktioniert oder nicht. Ah, da, ich bin drauf. Hab nur Chat. Das ist schlecht für dich, Zockerbo, dass du nur den Chat hast. Fragt gerade der Yannick, Spontanstream, da sage ich nur sie. Ja, das ist ein kleiner Spontanstream. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier... Ich muss ihn angreifen, es bleibt mir echt gar nichts anderes übrig. Ich will zumindest so 1, 2, 3 Lager möchte ich dann doch schon haben, am besten. Gucken, ob wir jetzt irgendwas kriegen oder nicht. Das ist eine gute Frage. Wir schicken mal die Lakaien hinterher, aber 400.000 von beiden ist natürlich auch schon eine echte Hausnummer. Die Multi-Infernus, ja, der wird mich natürlich schon ganz schön rösten, das ist mir auch klar. Aber gucken, vielleicht kriegen wir ein bisschen was ab von dem Loot oder auch nicht, mal gucken. Oh, doch, das wird. Ein paar Lager haben wir schon gekriegt, das ist ja okay. 50% werde ich jetzt hier aller Voraussicht nach natürlich nicht schaffen, der ist einfach zu stark. So, wieso wurde es nicht angesagt, fragt jemand, weil es einfach ein Spontanstream ist. Es ist einfach nur ein ganz kleiner, Spontanstream. Moment, ich muss jetzt mal irgendwie alles schließen an meinem Handy. So, 200.000, das ist ja okay. 50.000 Loot-Bonus kriege ich ja, das ist ja auch nicht so schlecht. Das hat mir der Matthias auch geschrieben. Was hat denn der Matthias? Ja, Matthias. So, grad spontan. Stream erkläre dir später. So. Zack. Guck mal, ob jemand aus dem Clan das vielleicht auch schon mitgekriegt hat, dass wir einen kleinen Spontan-Stream machen oder nicht. Nein. Kira, guckst du denn gerade den Stream? Ja, wie gesagt, ich habe den Push drin, ich habe mir einen Kaffee gemacht und dachte mir, komm, jetzt hast du nur eine Stunde Zeit, ich muss gleich noch weg. Dachte ich mir, weil ich heute Abend dann keine Zeit habe und vielleicht einige sich schon gefreut hatten, dachte ich, machen wir jetzt mal eben einen kleinen Spontan-Stream, in dem ich vielleicht mal noch ein bisschen angreife. Ich bin momentan auf 2241 Pokalen. Ja, wie gesagt, ganz spontan, sonst hätte ich den Kira und den Darkan natürlich auch mit reingeladen. Ich habe das wirklich so von einem auf dem anderen Moment, saß ich hier, habe ich überlegt, nehme ich jetzt ein Video auf für morgen oder mache ich einen Stream? Und da habe ich mir einmal entschieden, ich hau mal eben noch einen kleinen Stream raus. Das ist einfach so. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich muss jetzt mal eben das Bild ein Viertelchen nach oben schieben. So, das hat vielleicht gar keiner von euch gemerkt, aber ich hatte oben eine ganz kleine Ecke noch übrig. So, heute nehme ich mal ein bisschen anders. Ich habe das Spendenfenster auch offen, noch nebenbei. Also mein Bildschirm ist prappevoll gerade. Aber ich höre es auch, wenn einer wirklich mir etwas spenden soll, will. Wozu ich natürlich niemanden dränge, dann würde ich es auf jeden Fall auch hören. So. Ich würde auch sagen, wir machen das jetzt mal anders. Kira, wenn du wen hast zum Besuchen, schreib eben das Kürzel hier rein. Ja, ich habe auch jetzt absolut keine Ahnung, wie viele Leute zuschauen oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht sagen. Ich muss aber den Chat jetzt mal wirklich offen machen. Ich mache den Chat jetzt mal an meinem Handy offen, weil das sonst auch nicht funktioniert. Mal eben gucken auf meinem Handy. So, welcome to the chatroom. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier so passiert.
Hallo, 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 hallo Stream. Ich sehe auch gar nicht, wie viele Leute schon wirklich. Ich weiß es nicht, ich trinke jetzt aber erstmal einen Schluck Kaffee. So, und dann würde ich mal gucken, dass wir. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt gleich mal jemanden, oder? Guckt überhaupt irgendwer zu? Ich weiß es gar nicht. Ich bekomme überhaupt keine Antwort hier im Chat. Weiß ich gar nicht. Ich muss es vielleicht doch mal eben kurz in die Facebook-App reinschreiben, dass ich hier überhaupt streame, weil es vielleicht überhaupt keiner mitbekommen hat. Deswegen muss ich das mal eben kurz machen. 2241 Pokal, das ist ja schon mal etwas. Moment, Text. Also Text schreibe ich jetzt mal. Also streame grad, wer Lust hat, kann ja mal vorbei. Schauen. Ja, vorbeischauen ist schon ein schwieriges Wort. De. Ach, schreib doch schneller, Fried. de.twitch.tv/MrMobileFanboy. So, bevor es jetzt auch gleich zu langweilig wird, möchte ich natürlich noch ein paar Rathäuser am besten noch snipern und vielleicht ein, zwei Leute besuchen. So, de.twitch.tv/MrMobileFanboy. Das passt auf jeden Fall. So, jetzt können wir es posten und dann hoffentlich wird der ein oder andere vielleicht dann noch vorbeischauen. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ist ja wie gedacht ein Spontan-Stream. Und dann werden wir mal sehen, ob vielleicht noch der ein oder andere zuguckt oder auch nicht. Das ist mir dann aber auch egal. Und den Stream hier werdet ihr dann wahrscheinlich auch morgen oder übermorgen auf YouTube sehen. Kira kann TS nicht öffnen gerade. So. Deswegen würde ich sagen, wer besucht werden will, der kann das jetzt mal eben schreiben. Fred, kommt Orakel Deutsch, Spanien, Deutschland? Ja, habe ich vor. Aber das weiß ich noch nicht genau. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Clan The Eagles. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass wir dich jetzt auch finden. Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt am besten den Namen richtig vom Clan, weil ich so schnell, wie der Chat dann hin und her springt, kann ich das nicht sehen. Quasi, warte, ich muss aber erstmal Slow-Mode reinmachen in den Chat. So, machen wir mal Slow auf 90 rein und gucken mal, ob wir ihn finden hier, The Eagles. Name Nils hatte ich gelesen, irgendwann von, oh, da hatte ich schon, glaube ich, den Nils gesehen. Nils. Nils. Ich hoffe, du bist es jetzt auch, lieber Nils. Ah, Goldschaufel ist auch noch da. Ja, dich kenne ich natürlich noch von gestern, von dem Stream von dem guten Darkhunter. Aber viele Grüße an der Stelle, falls du mich siehst gerade und dich wunderst, warum ich streame. Es ist einfach spontan geschehen. Es ist so spontan über mich gekommen. Ja, während wir jetzt hier den Nils sind, ich muss dir aber irgendwie sagen, du bist, glaube ich, ein bisschen zu früh hochgegangen. Weil ich, ja, es ist halt quasi so, wie ich das jetzt, ach, jetzt ist mein Handy wieder am Rumschwangen. Ja, du bist ein bisschen zu früh hochgegangen, meiner Meinung nach, weil du, ja, erst Level 86 bist, die sind auch ganz nicht so ganz so hoch, die Gebäude. Wobei ich sagen muss, die Base eigentlich generell, ja, die Magier, die Minenwerfer finde ich ein bisschen anfällig in der Mitte, aber ansonsten, ja, die decken ja auch schon relativ viel ab. Also vom Design her generell ist die Base eigentlich ganz okay, finde ich. Also da ist auf jeden Fall alles okay, nur ich finde halt, du bist ein bisschen zu viel hochgegangen, deswegen hast du jetzt noch das Problem, dass du die Sachen jetzt noch alle nach, ja, noch ein bisschen nachziehen musst. So, Leute, ich will aber jetzt auch nicht nur Leute besuchen, also behaltet euch da ein bisschen zurück mit den Besuchsanfragen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ja, genau, schreibt ruhig noch Besuchsanfragen in den Chat hier rein. Deswegen würde ich sagen, ich will natürlich auch noch angreifen, ich kann jetzt auch nicht, The Cortex HD voll die Scheißbase, ja, genau. Die Base ist okay, die Sachen sind halt nur noch nicht so hoch, aber ansonsten, das ändert ja nichts an der Qualität von der Base. Die Qualität der Base ist ja okay. Soll ich mal eben gucken, habe ich überhaupt schon einen Zauber? Einen Zauber habe ich. Okay, einer ist, das sind noch drei Stück, sind noch in der Ausbildung. 1041, okay, ich würde sagen, einen kann ich auf jeden Fall noch eben machen. The United Arms. Okay, The United Arms. Ah, okay, er hat schon einen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich das auch auf die Reihe kriege. Raute. United Arms, du kommst vielleicht später noch dran. 8G. 988VOR. So, Unite Elite. Der heißt, was hat er denn gesagt? Alex der Boss, genau, Alex der Boss. Mal gucken, ob wir dich hier auch finden, Alex der Boss. Alex der Boss, da ist er doch. Ja, was ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal eben sagen will, dass es mich gefreut hat, dass so viele Leute vor allem auch Wooparoo Mountain geguckt haben. Ich war echt erstaunt von den Kommentaren und von den Likes. Muss ich sagen, Dankeschön, dass
macht mir natürlich Mut und Hoffnung, dass ich auch öfters mal ein Spiel antesten darf. Also, wie gesagt, das sind alles nur Spieletests, das ist jetzt kein dauerhaftes LP. Dauerhafte LPs, die es auf diesem Channel gibt, sind momentan ja nur Clash of Clans und Boom Beach. Also, das andere sind alles nur, sind alles nur kurz, wie gesagt, angespielt Videos. Also, ein, zwei, drei Videos mal eben testen oder so, mal gucken, was mir so Spaß macht, was mir gerade so vor die Finger oder was mir so vor die Flinte läuft. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall Alex, der Boss. Muss sagen, die Base ist schon etwas weiter. Zumindest was die Mauern angeht. Aber ich bin gerade noch im Überlegen, wie du das hin. Ja, ich finde die Minenwerfer finde ich jetzt nicht ganz so gut, weil der hier ist ein bisschen zu weit außen, meiner Meinung nach. Puh, ich weiß es nicht. Also ich würde wirklich mir das Design deiner Base nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil ich finde, du verschenkst da einiges. Weil die Base generell ja so schlecht gar nicht ist. So, aber trotzdem. Generell, die Gebäude sind schon ganz gut, die Mauern sind ja echt auch schon ganz gut, aber ich würde an deiner Stelle noch mir das Design der Base mal ein bisschen überlegen, weil du, wie gesagt, ich finde, du verschenkst einiges. Du verschenkst einiges Potenzial, was noch eigentlich du hättest, aber was du durch das Base-Design nicht so da ist, meiner Meinung nach. So, was haben wir jetzt hier an Truppen? 180. Wie gesagt, der Stream wird heute auch nicht so ultra lange gehen. Ja, Kira. Ja. Gleich. So, was quasi auch der Fall ist, ich weiß nicht genau, wie lange der Stream heute gehen wird. Einfach aus dem Grund, weil ich ja jetzt ganz spontan mich dazu entschieden habe, den Stream zu machen, wegen des Boostes. Und ich ja auch quasi schon in, ja, nicht ganz einer Stunde, weiß ich nicht. Ich muss irgendwann auf jeden Fall noch weg. Deswegen müssen wir noch mal gucken, wie wir das dann noch hinbekommen. Deswegen habe ich jetzt auch, mal gucken. Ja. Wie gesagt, ich muss aber trotzdem wie in jedem Stream darauf hinweisen, dass Spender natürlich immer bevorzugt besucht werden, weil es sonst einfach keine Regelung ist. Also im Grunde solltet ihr natürlich nur spenden, wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt oder den Matthias. Matthias hat sich jetzt auch gerade das neue Mikro gekauft, aber wie gesagt, möchte ich trotzdem als kleine Gegenleistung, werden die Spender natürlich trotzdem besucht. Aber ich könnte sagen, wir machen noch einen. Wir nehmen jetzt nämlich noch den, was war das denn jetzt? Also, Hashtag 9RRY99VU. Zack. Und Tiger Eyes. Und er heißt Yannick. Wo ist er denn, der Yannick? Yannick. Level 63, Mitanführer. Ich muss eben kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, Leute, jetzt könnt ihr die Besuchsanfragen wirklich erstmal stoppen, weil ich nämlich jetzt gleich auf jeden Fall erstmal noch angreifen will. So, die Base muss ich mir eben jetzt ganz kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Moment. Ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv, weil er auch quasi gleich mein Video kommt um 17 Uhr, aber gut. Ja, um 17 Uhr wird es übrigens auch ums Farmen gehen, ein bisschen mit Balloonion. Wen es interessiert, der kann ja auch gerne mal reinschauen. Ansonsten, was haben wir hier? Der schützt die beiden. Ja, ist halt immer gefährlich, so viele Lager in der Mitte zu haben. Ne? Wenn du da einmal durch bist, dann ist es halt um deine Base geschehen. Du baust gerade das Rathaus aus auf Level 8. Ansonsten finde ich, die Base ist eigentlich ganz gelungen, muss ich sagen. Hat alles Hand und Fuß soweit und deswegen kann ich mich ja da auch etwas kürzer fassen. Ja, Facecam geht leider momentan nicht, weil ich da absolut nicht momentan drauf vorbereitet bin, mich hier zu zeigen. Hört Donjon wirklich auf? Da habe ich keine Ahnung von. Ich kann euch das Einzige, was ich sagen kann, dass morgen eine weitere Folge Clashcraft kommen wird. Und ja, wie gesagt, es beeinflusst mich ja auch nicht. Also ob er jetzt am Tag 80 Videos macht oder 0, das hat für mich im Grunde ja auch keine Auswirkungen. Weil die Leute, die ihn gucken wollen, gucken ihn ja und die Leute, die ihn nicht gucken wollen, gucken ihn halt nicht. Das ist ja bei mir genau das gleiche in grün. Das ändert ja an meinen Zahlen auch nichts. Also wenn jetzt irgendwer aufhört, habe ich ja dadurch nicht 80 Millionen Views mehr oder weniger. Von daher, weiß ich, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass morgen auf jeden Fall eine Folge Clashcraft kommt mit ihm und mir. Und ja, so ist das nochmal. Was haben wir denn sonst noch? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Magst du Brot? Alter, diese ganzen, magst du Brot? Magst du Currywurst? Magst du Bratwurst? Magst du Fritten? Ich finde diese Fragen einfach nur extremst nervig und unlustig. Während wir jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbilden. Oh, wir können gleich noch eine Mauer machen. Wir können gleich noch eine Mauer machen auf Level 9. Ich muss aber auch immer darauf achten, dass ich natürlich noch genug Zeugsen mitnehme. Welche Updates, Specials würdet ihr euch in COC wünschen? Ich würde mir, das was ich mir immer am meisten wünschen würde, ist, dass endlich mal neue Singleplayer-Missionen kommen. Und was ich natürlich auch ankündigen kann, der lang ersehnte Test von Castle Clash. Ich habe mich noch nicht dran gesetzt. Es wird aber auch nur ein Test sein, Leute. Es wird kein dauerhaftes Let's Play werden. Es wird ein Test sein von Castle Clash.
Und ansonsten weiß ich noch nicht genau. Es wird ein Test von Castle Clash, also von Schlosskonflikt. Allerdings nicht mehr und nicht weniger, weil es von halt von vielen Leuten gefordert wurde. Und so easy da, sedane, nun mal. Okay, der hier ist. Den muss ich echt nehmen, also. Den muss ich echt nehmen, auch wenn ich keine Helden dabei habe, aber ganz ehrlich. Ja, genau. Du mich auch, du mich auch. Bevor du mich da überhaupt kriegst, ist nämlich die Luftabwehr schon kaputt, mein Freund. Mach es doch kaputt, genau, mach ihn doch kaputt. Hier ist ja auch noch irgendwas drin, nee, ist auch nichts mehr. Nehmen wir da auch noch eben eins mit. Ja, da ist eine Luftbombe, genau, du mich auch. Du mich auch. So, die Luft, die ist schon kaputt. Die andere ist mir eigentlich im Grunde egal, der hat alle draußen stehen. Der hat echt alle draußen stehen, das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Das kann doch echt nicht wahr sein. So, ja, schicke ich die natürlich noch hinterher, die Lakaien, ist klar. Das muss natürlich auch sein. Und dann hoffe ich doch mal auf 50% oder mehr. Ich denke mal, 50% werden wir auf jeden Fall locker kriegen. So, die Königin macht jetzt noch ein bisschen Randale. Die ist jetzt natürlich gleich tot. Geht Fred wieder in Champ? Nee, erstmal nicht. Ich wollte mich einfach mal so ein bisschen hochfarmen. Fred, ich bin jedes Mal dabei, wenn du streamst. Jedes Mal, wenn du Besuche machst, schreibe ich immer alles rein. Nie besuchst du mich. Ja, lieber if CKJ, dann musst du das nochmal schreiben. Dann ist die Chance vielleicht da, dass du besucht wirst. Kriegen wir vielleicht 100% hin? Hier ist noch was. Ah, die müssen wir jetzt mal eben, die Luftabwehr müssen wir da mal eben kaputt machen. Vielleicht haben wir dann eine realistische Chance, es zu schaffen. Ich weiß es nicht. Ja doch, wir haben eine realistische Chance. Wir können es schaffen. Hast du Kopfhörer? Wenn ja, welche? Ich habe eigentlich nur die Kopfhörer von meinem Handy. Sonst habe ich keine. Und aktuell Matthias altes Headset. Castle Clash ist nicht so gut, denn da kriegt man nach einer Zeit richtig viele Dias einfach kostenlos. Ja, das werden wir ja dann im Test sehen. Darum teste ich das ja. So, darum teste ich das ja. Ach komm, jetzt muss ich doch jetzt die 100% schaffen, ganz ehrlich, ey. Das kann doch nicht sein. Es ist noch eine Luftabwehr da. 98%, 99%, es ist noch eine Luftabwehr. Das muss ich jetzt echt mal. Muss ich doch wirklich mal hinkriegen, das zu schaffen jetzt. Während ich den Chat noch auf meinem Handy lese und noch nebenbei auch noch Kaffee trinken muss, aber das wird reichen. So, mal eben Kaffee. Jawohl, 100%. Hat ja wunderbar funktioniert. Noch ein bisschen Dunkles dabei, noch 50.000 Bonus. So muss das sein. Da können wir jetzt auch gleich schon eine Mauer machen. Und dann würde ich sagen, füllen wir die Zeit mal eben noch kurz und besuchen vielleicht noch jemanden. Oder vielleicht kann ich... Ja, Cortex, du musst... Cortex, schalt mal einen Gang runter. Genau, lieber Cortex. Was ist denn hier jetzt noch? Ja. Leute, Leute, Leute. Übrigens, heute um 20 Uhr startet bei uns der neue Clankrieg. Hab Kopfhörer mit Bluetooth. Ja, das ist schön. Was hat er denn jetzt geschrieben? Welches Android-Handy ist gut für Clash of Clans unter 300 Euro? Okay, das ist wirklich... Die Frage hat der Kira schon richtig beantwortet. Das wird eigentlich... Jedes Handy auf diesem Planeten wird das unter... Also, jedes Smartphone wird das eigentlich schaffen. Jumpspells zum Batschen ist schon nice. Da gucken wir uns das doch mal eben an vom alten Cedric. Vom alten Cedric. Ich hoffe mal, der Stream läuft auch flüssig für euch. Oder mal gucken. Gib mir mal ein Feedback, ob auch alles läuft. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich konnte so schnell keine Musik mehr machen. Hier, ich konnte keine Musik mehr hinterlegen. Auf jeden Fall, ja. Wenn alles läuft soweit, dann... Gib mir mal Feedback, ich weiß auch wirklich, kann mir mal einer sagen, wie viele Zuschauer wir haben? Ich sehe es wie gesagt nicht, ich kann das auch auf Info kann ich das glaube ich auch nicht sehen, nee. Deswegen. Fred, soll ich noch Mauern Level 8 machen? Alles andere ist gemaxt, bin Rathaus 8. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mach die Mauern soweit, es geht noch hoch auf Level 8. Du wirst dich hinterher ärgern, wenn du es nicht tust. Kann ich dir sagen, ich werde auch alle Mauern auf jeden Fall noch auf Level 9 machen. Keine Besuchsanfragen mehr. Ach ja. Ich habe übrigens, wenn es irgendwen interessiert, ich habe ab 21. November habe ich einen neuen Vertrag, beziehungsweise ich habe meinen Vertrag gekündigt und habe mir da eine Extra-Card geholt. Beziehungsweise die Telekom ist so freundlich, das umzuschreiben, dann zahle ich nur noch 10 Euro im Monat, habe die gleichen Funktionen wie jetzt und das muss ich sagen, das finde ich schon ganz gut für 10 Euro. Weil ich mir so gedacht habe, ich telefoniere kaum, ich schreibe kaum SMS, ich brauche nur eine Datenflat, um halt WhatsApp und so zu machen. Deswegen... Dachte ich, so ist es. Wieso nur 224 Mauern? Ich weiß nicht, wo du die eine Mauer nicht gesehen hast, aber die Mauern sind eigentlich alle... Ach, ja, das... Wie machst du einen Cut? Das mache ich, wenn ich einen
Wenn ich eine normale Folge aufnehme, dann mache ich öfter schon mal einen Cut zwischendurch, während ich die Gegnersuche mache. Oder ich mittlerweile habe ich mir auch schon mal angewöhnt, es einfach dann mit Musik zu untermalen und ein bisschen schneller zu stellen. Einfach, ja, damit es für euch dann beim Zuschauen nicht so langweilig wird. Fred, der Oliver aus dem Clan hat gesagt, du sollst ihn einladen. Ja, aber doch erst nach dem Stream, beziehungsweise nach 8. Aber nun gut, dann machen wir das mal eben. So im Gucken, wo derjenige ist. Oliver, okay, dann laden wir den schon mal ein. Bevor das jetzt untergeht, hat man sonst noch irgendwen? Dardeth, okay, den laden wir auch schon mal eben ein, bevor das auch untergeht. Lass uns auch schon mal eben machen. So, das ist doch wunderbar. So. Ja, wie gesagt, das ist halt natürlich der Unterschied. Sieht man mal ganz deutlich, wenn man den Stream ankündigt und wenn man ihn nicht ankündigt. 250 Zuschauer zu, was war das sonst? 1400 oder so. Aber ist ja egal. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich werde die Seuche nicht los. Ja, kann auch sein, dass der Hausmeister gleich mal wieder kommt. Aber das ist ja dann heute auch egal, weil ich ja keine Facecam habe. Von daher ist der Pupsikuchen egal. Ich muss jetzt den Chat nochmal eben offen machen. So, welcome to the Chatroom. Muss aber sagen, geht eigentlich, ne? Ich guck's gerade am Handy. Wie geht denn ein Cut machen? Ein Cut ist einfach ja nur ein Schnitt. Ich schneide das an der Stelle, wo ich die Gegnersuche starte, schneide ich das. Und an der Stelle, wo die Gegnersuche beendet ist, schneide ich nochmal und lösche den Teil dazwischen einfach raus. Ja, Juan, du kannst auch. So ist das übrigens. Warum eigentlich ein CW während der Challenge? Das ist eine gute Frage, weil das meiner Ansicht nach hat das mit der Challenge eigentlich im Grunde fast nichts zu tun. So, was hat er denn jetzt hier noch? Ja, ja, der Kira ist auch hier wieder, ist auch wieder aktiv mit dabei. Alter, sind wir echt. Fred, gehst du in Champion? Nein, ich gehe nicht in Champion. Ich gehe nicht in Champion. Profil, einladen Kira. Nicht Kira. Juan. Kira macht mich jetzt hier schon ganz verrückt hier. 115 von 220. Ich würde sagen, Kira, walte deines Amtes, such nochmal einen raus, den wir nochmal besuchen können. Oder habe ich vielleicht selber noch einen, den wir mal besuchen können? Ich gucke mal nach. Wir haben übrigens eine neue Clan-Beschreibung. Für alle, die es interessiert. Gucken wir mal. Heu ist dein einziges Ziel, Mauern zu machen. Ja, momentan bleibt mir nichts anderes übrig und vielleicht noch ein bisschen Dunkles dabei mitzunehmen. Fred, deine Meinung zu Areto Gaming? Wüsste ich jetzt nicht, was euch das bringt. Ah, Cortex, schon wieder, oh, Alter. Deine Mutter ist Areto Gaming, ey. Fred, mach mal mehr Videos mit und schon. Nein! Bis auf Clashcraft kommt dann nichts erstmal. Hat der Kira schon jemanden? Oder muss ich noch einen? New United Arms, jetzt aber. Jetzt bist du dran hier. New United Arms, jetzt bist du dran. So, und der Name ist, war glaube ich Killer Machine. Ja, du hattest eben schon mal dich beworben. Fred, du kannst doch mal Dias CW-Angriff zeigen auf den ersten. Ja, 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 ja. Du bist auch zu früh hochgegangen. Warum geht ihr denn alle so früh hoch, Leute? Warum geht ihr denn alle so früh hoch? Wollt ihr das Spiel schon alle durchspielen oder was? Wartet ihr alle schon auf Rathaus 11, dass das mal kommt? Ja, ich kann natürlich nur jetzt generell erstmal was zu deiner Base sagen. Du hast auch nur einen. Okay, du hast nur einen X-Bogen. Der ist aber ganz gut positioniert, muss ich sagen. Ja, was natürlich sofort auffällt, ich würde dir jetzt raten, sofort erstmal das Geld zu sparen für den zweiten. Und dann würde ich. Dann, wenn du den zweiten hast, würde ich mir ein gescheites Base-Design aussuchen. Und wenn du das Base-Design hast, liebe Killermaschine, dann würde ich dir raten, deine Gebäude Schritt für Schritt hochzubringen, bis du halt auf. Ja, du musst jetzt wirklich alles Schritt für Schritt hochmachen, da du zu schnell hochgegangen bist. Deswegen, das ist so der Plan, den du jetzt verfolgen musst. Das ist so der Plan. Während ich jetzt hier nochmal gucke. Ja, Nilscher sagt. Ja, genau, Nilscher. Trollst du mal wieder? Ja, das kommt auch. Das wird auch mal wieder kommen. So. Was ist denn jetzt hier noch? Wir können gleich noch einen suchen. Wir besuchen jetzt noch eben einen. Wir sind eben ein paar Truppen noch in der Ausbildung. Von daher. Ja, ich freue mich schon so, wenn. Morgen oder übermorgen kommt meine Playse.
dann hoffe ich doch mal, dass vielleicht auch noch das ein oder andere FIFA-Spielchen dabei rumkommen wird. Matthias ist, glaube ich, Mittwoch bei mir. Dann können wir noch mal ein paar FIFA-Spiele machen. Da freue ich mich schon drauf. So. Goa Majara heißt er. Da ist er doch. Level 83. Und wir schauen mal, was er denn hier so hat. Auch zu früh hochgegangen. Leute, ey, ihr rusht ja das Spiel, ey. Sind Mauern wirklich so sinnvoll? Ja, ich meine, Sprungzauber und dann Mauerbrecher sind die doch fast egal. Nein, da unterschätzt du das aber. Hast du eine Freundin? Vielleicht habe ich eine Freundin, vielleicht aber auch nicht. Kannst du mal wieder United GP zocken? Ah, das ist erstmal nicht geplant, weil mir das Spiel ehrlich gesagt auch nicht so viel Spaß gemacht hat. Und das ist halt auch immer so das, was bei uns im Clan die Priorität Nummer 1 ist halt der Spielspaß. Und wenn mir ein Spiel halt einfach keinen Spaß macht, dann ist das nicht so wahrscheinlich, dass ich das dann auch spiele. Wie gesagt, jetzt kommen wir erstmal zum Goa Majara vom Clan Killer & Co. Ja, du bist halt zu viel hochgegangen, sieben noch an den Mauern. Ich weiß auch nicht. Da fehlt dann noch ein Inferno-Turm. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Das ist also ein bisschen eine What-the-fuck-Base irgendwie. Ja, da muss auch auf jeden Fall der Kira, der muss auch auf jeden Fall mal den Timeout-Hammer hier mal ein paar Mal schwingen. Ich sehe schon wieder ein paar Leute, die Nachrichten über 80 Zeilen in Zeilen strecken hier. Dieser Junge. Ich hoffe, Cortex wird nicht zum zweiten Glücksritter. Ich glaube nicht. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Oh, kalt! Nein, der Kaffee ist schon wieder kalt. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich heute nochmal einen Stream mache. Hätte ich nicht gedacht. Aber nun gut, unverhofft kommt oft. Was? Du hast den Hausmeister als Freund, oder? Nein, leider nicht. Aber du hast Kid, was, wie heißt er? Kid, let's play. Du bist schon ziemlich besessen von dem Hausmeister. Das habe ich letztes Mal schon gemerkt. Dass du ja letztes Mal auch schon ziemlich oft den Hausmeister erwähnt hast. Also, musst du mal aufpassen. Sonst schicke ich dir den Hausmeister mal vorbei. Und dann wird er dich beim Zocken, sonst wird er dich beim Zocken stören. So, was haben wir denn jetzt hier noch? 199 von 220. Ach Mann, das dauert wieder alles. Kaffee kalt. Mann, Hashtag Kaffee kalt. Fred, wie alt bist du eigentlich? Das schreibe ich mal wieder hier rein. Die Frage beantworte ich in jedem Stream. Besuchst du mich mal, Fred? Ja, ich muss mir dich mal merken, glaube ich. Aber das ist so schwer, weil das einfach... Ach man, ich finde jetzt auch keine... Ich muss auf jeden Fall jetzt noch ein Rathaus draußen finden. Der Hausmeister, ich höre ihn auch schon, der ist schon wieder da, aber er ist noch nicht hier im Raum. Also, werden wir sehen. Wir werden mal sehen, wann der Hausmeister kommt und wann der Hausmeister nicht kommt. Was verdienst du mit YouTube? Ich verdiene 3 Packungen Kaffee. Ich verdiene 3 Packungen Kaffee pro Monat damit. Kaffee kalt. Ach, der gute Kaffee. Kann ich heute Nacht, wenn ich penne, von dem Scheiß. Ja, Kaffee kalt. Mann, ich finde es auch kein Rathaus draußen, aber wir können gleich eigentlich schon wieder jemanden Normales angreifen. Ich habe einen Zauber, habe ich ja schon wieder. Ich muss, glaube ich, gleich auch mal ein paar neue Truppen machen. Also irgendwie mit den, ich weiß auch nicht, mit den Ballonion, das dauert ja, ne? Ballons dauern ultra lange. Was haben wir jetzt? 212. War der Stream angekündigt? Nein, war er nicht. Das ist einfach ein kleiner Spontan-Stream. Das ist einfach ein kleiner Spontan-Stream von mir. Ich weiß nicht, vielleicht kommt nächstes Jahr ja mal ein etwas längerer Stream, aber ich habe auch schon ein ganz besonderes Video im Kopf für Dezember. Aber das werden wir dann noch sehen, was da noch so kommen wird. Wenn wir das auch sehen. Okay. Ich finde auch kein Rathaus jetzt, was draußen steht oder was ich angreifen will. 2203 Dunkles, aber das ist mir noch... Wie kann man die Smileys machen? Ja genau, du musst diesen Kanal abonnieren. Unten drunter ist der Button. Dann bekommst du Smileys. Und wenn ich 25 Subscriber habe, dann gibt es neue Smileys.
Ja, kommt um 17 Uhr ein Video. Ja, um 17 Uhr kommt ein Video. Ja. Das ist so. Das ist so. Hey, Fred. Hi. Was? Swagger Carlos. Hallo. Geiler Name, muss ich schon sagen. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Truppen haben. Die Bingen ist optimistisch. Oh, wir haben sogar zwei Zauber. Ja, wir haben alles fertig. Aber ich werde jetzt trotzdem mal... Es bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Deswegen muss ich jetzt einfach mal wieder... Ich glaube, ich muss mal echt wieder auf Bam umsteigen. Weil sonst wird das... Für den Stream wird das einfach zu lange dauern. Wenn ich jetzt hier nur auf... Und ich denke mal... wie viele Subscriber hast du? Ich habe, glaube ich, momentan 7 Subscriber. Und ich bräuchte eigentlich auch... Also, ich habe mir das mal angeguckt. Ich bin da ja auch nicht so ganz so in diesem Thema drin, weil ich da jetzt auch nicht so drauf achte. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt so, wenn ich 25 hätte, dann könnte ich neue Smileys machen. Ich würde ganz gerne noch neue Smileys machen, aber wie gesagt, das geht aktuell halt nicht. Würde ich auch jetzt für euch, für die 5, 6, 7, 8, 9 Subscriber, würde ich natürlich jetzt auch schon gerne ein paar neue Smileys machen. Darf ich halt noch nicht. Das ist so die Sache, ne? So sind halt die Regeln. Fred, machst du mal einen 24-Stunden-Stream? Ja, das könnte man ja mal angehen. Ich suche jetzt noch einen, glaube ich, mit ein bisschen mehr Loot. Und dann müssen wir gleich auch mal gucken, dass ich mal irgendwen finde, wo wir dann vielleicht mal noch mit ein bisschen Glück mit Bartsch vielleicht noch was reißen können. Also wir sind jetzt zum Beispiel so einer hier. Wäre im Bereich des Möglichen mit Bartsch und ist es natürlich auch im Bereich des Möglichen hiermit. Einfach weil da... Hier müsste irgendwo noch was sein. Nein, nein, nein. Ich habe mich ja eh schon entschieden, jetzt ihn hier anzugreifen. Von daher ist es ja jetzt auch schon eh um mich geschehen. Wir nehmen jetzt mal die Taktik von beiden Seiten. Und hoffen mal, dass wir da Glück haben. Wie gesagt, er hat drei X-Bögen und die sind alle auf Boden, von daher mache ich mir da zumindest schon mal keine Gedanken. Ist halt ein bisschen scheiße, dass die jetzt ein bisschen nach oben fliegen, die Ballons. Aber egal, ich möchte mir meine Helden auch ein bisschen schonen. Also 2 Sterne werden es locker werden, 3 Sterne könnten es werden. Weiß ich nicht, wobei ich könnte eigentlich mal eben die Königin noch nutzen, um hier das hier wegzufarmen. Da könnte ich mal die eine Luftabwehr schon mal wegfarmen. Ah, die geht so ein bisschen nach außen, jetzt wird sie gleich die Luftabwehr sich... Nein, ich schnapp die Luftabwehr noch nicht. Oh. Hätte gedacht, sie wird sich schon eher die Luftabwehr schnappen. Na gut. So, jetzt bitte die Luftabwehr, danke. Ja, okay, das wären auch wieder 3 Sterne, das ist okay. Wo muss man draufklicken zum Abo? Anfang Dezember habe ich auf keinen Fall Zeit dafür. Also im Dezember habe ich... Dieses Jahr habe ich auf keinen Fall mehr Zeit. Für ein 24-Stunden-Stream. Das könnt ihr auf jeden Fall... Dieses Jahr könnt ihr das knicken. Das wird dieses Jahr nicht klappen. Nein, meine Königin, die ist kaputt. Ja, ja. Wo musst du draufklicken zum Abonnieren? Unten auf den Knopf unterhalb des Videos. Oder wenn du am Handy oder Tablet bist, ich bin ja gerade selber am Handy, da musst du draufklicken auf... Boah, wie geht das denn am Handy? Das ist eine gute Frage. Das kannst du, glaube ich, am Handy nicht machen. Du kannst das nur am... Du kannst das, glaube ich, nur am PC machen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, wir holen uns trotzdem noch ein paar Luckys hinterher, würde ich sagen. Die Truppen sind ja jetzt auch schon etwas schneller in der Ausbildung. So, und jetzt machen wir. Hier machen wir auf jeden Fall mal ein paar Blitzzauber hinterher. Ah komm, jetzt hat er so lange genervt, der kleine Bub. Jetzt nehmen wir auch seinen Angriff mal hier rein. Streamst du bis 8 Uhr? Nein, das kann ich nicht, weil ich gleich schon weg muss. Deswegen, er sagt hier auf das Herz drücken. Was passiert denn dann? Warte mal, ich drücke jetzt mal gerade auf das Herz. Das kann ich jetzt nicht, weil ich ja wahrscheinlich, auf das Herz. Okay, dann müsst ihr auf das Herz klicken und dann irgendwie auf jeden Fall dann auf Abonnieren, wenn ihr Lust habt, dann kriegt ihr auch noch vielleicht ein paar neue Nachrichten, weil ich habe die Möglichkeit, eine Nachricht zu schreiben an alle Abonnenten. Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit, eine Nachricht nicht die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Follower zu schreiben, von daher ist das halt ein bisschen komisch. Wie lange streamst du denn noch? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, so eine halbe bis dreiviertel Stunde werde ich noch streamen. Es ist halt, wie gesagt, ein Spontan-Stream, weil ich jetzt einfach nicht so viel Zeit habe, aber trotzdem einfach mal eine Runde mit euch streamen wollte, habe ich mich dann dazu entschieden, einfach mal spontan einen kleinen Stream reinzuhauen. So ist das. Einfach mal spontan eine kleine Stream. Ja, wie gesagt, wenn ihr abonnieren wollt, drückt auf das Herz und dann könnt ihr das machen. Und ab 25 gibt es dann neue Smileys. Und wenn ihr Smiley-Wünsche habt, dann könnt ihr mir die auch natürlich gerne schreiben. Das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen.
Hoh, ein Level 1 Lakai. Huiuiuiuiui, lieber Rotweinpirat. Das aber ganz tief in die Rotwein-Trickkiste gegriffen, um hier ein paar. Hallo, ich kann jetzt nicht mit 100, ich kann nicht mit 100 Millionen Leuten aufnehmen. Das ist einfach nicht im Bereich des Möglichen. Ich hätte auch gerne. Aber das ist schon. Das ist schon so. Nein, ich kann nicht mit anderen Leuten aufnehmen momentan, weil es einfach aus Zeitgründen einfach momentan nicht funktioniert. Es ist einfach so. Es werden aber bald noch neue Projekte kommen, also keine Sorge. Es werden auch neue Challenges noch mit Matthias kommen, der sich auch schon angeboten hat. Von daher passt das ja dann auch. So, jetzt bringen wir noch ein paar Leute aus. Und dann ist das soweit. So, 216. So, kommt bald ein neues Projekt. Also bald ist geplant, dass noch ein bis zwei Folgen FIFA und ein bis zwei Folgen GTA pro Woche kommen sollen, wenn es denn, wenn ich es zeitlich hinbekomme. Hat aber nichts, hat nichts damit zu tun, wie oft Clash of Clans kommt. Also Clash of Clans kommt immer gleich, egal was sonst noch nebenbei kommt. Das hat darauf absolut keine Auswirkungen. Deswegen, Leute, macht euch keine Sorgen und nicht haten, wenn... Nein, den hätte ich angreifen können. Ah, oh, ich Dummkopf. Also keine Sorgen machen. Ja, ich antworte auch auf Nachrichten bei YouTube. Du musst es dann aber bitte als private Nachricht schreiben. Das wäre sehr nett. Also nicht Kommentare kann ich nicht alle beantworten, die da immer kommen, aber private Nachrichten gucke ich dann öfter schon mal rein. Brennerchen Let's Play. Nee, tut mir leid, das sagt mir jetzt gar nichts. Keine Ahnung. Nächste Frage. Hast du Tipps, wie ich an dunkles Elixier komme? Bin Rathaus 8 und möchte meine Schweine upgraden. Ja, desto höher du farmst, desto größer ist natürlich die Chance, Leute zu treffen mit viel dunklem Elixier. Dann hast du natürlich auch immer noch die Möglichkeit... ich weiß nicht, ob ich es immer eben nehmen soll hier. Ja, ich glaube, wir nehmen ihn. Da hast du natürlich auch noch die Chance. Ich muss hier mal ganz schnell eben das hier kaputt machen. Hast du natürlich auch noch die Chance, durch Blitzzauber deine Chancen da zu erhöhen. Ja, ein bisschen Dunkles zu erblitzen, das ist, ich finde, das ist absolut legitim. Boah, Alter, ey. Ich hoffe mal, das ist jetzt hier nicht mein Tod, diese Runde hier. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht mein Tod, diese Runde hier. Ich muss unbedingt irgendwie diese berühmt-berüchtigten 50% kriegen. Ich ziehe jetzt hier einfach nämlich mal so eine Line von Bogenschützen um die Base rum, in der Hoffnung, dass es klappt. Ich hab keine Ahnung, ob es auch wirklich funktionieren wird. Ah, hier ist zum Beispiel schon mal keine Luftabwehr. Doch, hier ist eine Luftabwehr in der Nähe. Oh. Oh. Bitte. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt den ersten Kampf hier sofort verliere, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Nein, ich verliere, oder? Sehr ärgerlich. Genau 48%. Schade. Mist. Ich hatte echt gedacht, ich könnte es schaffen. Oh. Ach Mann, ich könnte kotzen. Jetzt habe ich hier 24 Pokale verloren. Okay, es ist Notiz an mich. Ich werde nie wieder Bartsch machen in diesen Regionen. Das kannst du echt. Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das wird nicht mehr passieren. Also Bartsch kannst du nicht mehr machen hier oben. Okay, haben wir es auch gemerkt. Das geht nicht. Ah, okay, Bartsch geht also nicht. Ah, Alter. Jetzt habe ich zumindest schon mal einige Bartsch-Truppe ausgebildet, die ich jetzt einfach nicht mehr brauche. Ich hab's doch schon mal gesagt, Alter. Im Marketing. Und 24,5 Jahre. Also wenn jetzt doch einer diese Frage stellt, eine von so meinen Fragen, den werde ich bannen, ohne Scheiß. Wenn ich die Frage einfach schon 100 Millionen Mal beantwortet habe und einfach keine Lust mehr habe, sie nochmal zu beantworten. Was ist deine Lieblingstruppe? Momentan der Ballon, weil er relativ gut funktioniert. Ja, jetzt muss ich hier natürlich... Boah, ich bin so sauer gerade. Jetzt habe ich so viele scheiß Truppen noch übrig, die ich überhaupt nicht mehr brauche. Drei Bogen, zwei Barbaren. Ja, du kriegst erstmal ein paar Bogen. So. Luckys kann ich jetzt auch nicht spenden, weil ich sie nur selber brauche. Und ja, ich möchte das auch nicht teilen. Meine Fresse, ey. Unglaublich, ey. Das kann ich hier nur suchen, bis ich noch wieder ein Rathaus draußen finde, wo ich dann erstmal die ganzen Scheißtruppen wegtue oder so. Alter, das riecht mich so auf, echt. Es regt mich einfach so fucking auf. Ja, den hätte ich auch angreifen können. Gott, nochmal. Unglaublich.
Leute, es bringt auch nichts, 80 Millionen Fragezeichen hinter eine Nachricht zu machen. Dadurch werde ich sie auch nicht eher lesen. Wie kann ich abonnieren, Trollolol? Ja, genau. Indem du auf das Herz klickst oder direkt auf Abonnieren. Hast du einen Tipp, wie man mit Level 5 Truppen schnell in den Kristall kommt? Ja, wie gesagt, am besten natürlich die Rathäuser snipern. Und wenn das nicht geht, hast du immer noch die Möglichkeit, ja, was ist sonst noch für eine Möglichkeit? Du hast noch die Möglichkeit, ja, wie soll ich das formulieren? Du hast die Möglichkeit, noch mit Bartsch anzugreifen, 50% zu holen. Ja, das ist Toastbrot, ich muss dich gleich, erinnere mich dran, dass ich dich noch banne. Toastbrot 09. Oder wenn, Kira, wenn du das siehst, bann mal bitte Toastbrot 09. Bitte bann ihn. Also ich habe schon, bei mir kommen nicht die Smileys. Ja, das ist ja auch ein Unterschied zwischen Abonnieren und Followern. Wenn man abonniert, kriegt man die Smileys. Und wenn man followert, dann merkt man nur, wenn ich streame. Ah, das ist ein Inferno-Turm, ey. Ein Inferno-Turm und ein... Das ist doch echt wieder Verarsche, oder? Das ist doch echt... Es ist doch echt... Willst du auf Champion gehen? Nein, aber ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen hochgehen mit den Pokalen. Aber es war eben natürlich schon wieder ein ziemlicher Rückschlag. Fred, wie geht's? Gut, und wie geht es dir? Wie geht es dir? Kommt der Stream auf YouTube? Ja, der Stream wird auf YouTube kommen und Cortex, du kannst keine Zahlen schreiben. Fred, ich habe mir die Bogey Queen geholt. Denkst du, es hat sich gelohnt? Ja, wenn du... Die Bogey Queen wird auf jeden Fall immer gehen. Die Bogey Queen geht auf jeden Fall immer. Oh, wie kann man abonnieren? Ich muss da, glaube ich, wirklich noch mal ein Video zu machen, um überhaupt zu erklären, wie man abonniert. Abonnieren macht man, indem man hier auf das Herz klickt und dann auf Abonnieren geht oder halt, wenn du am PC guckst, unten drunter auf Subscribe oder Abonnieren klicken. Ganz einfach. Und Followern macht man, indem man auf das Herz klickt. Abonniert, wenn du mich abonniert hättest, lieber Tigomer, dann würde neben deinem Namen auch das, was ihr bei Kira seht, dieser Finger kommen, weil Kira mich ja abonniert hat. Fred, Atemzocker, ey, bist du ein schwuler Bock. Mann, ey. Ja, ich weiß, dass einige von euch natürlich auch noch nicht so alt sind, aber ich bitte euch dann trotzdem ganz herzlich, eure Perversität ein bisschen im Zaum zu halten. Werden neue Abos angezeigt? Nein, aber wenn jemand abonniert hat und dann in den Chat schreibt, sehe ich das ja. Sehe ich das ja an dem Finger, der daneben ist. Ja, Kira, da hast du wohl recht. Fred, wann hast du mit Clash... Was? Wann hast du mit Clash angreifen? Ich denke, er wollte es fragen, wann ich damit angefangen habe. Enes Mulati, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Abonnieren und Followern. Ich bedanke mich natürlich auch bei jedem, der Follower hat, ganz klar. Werden wir jetzt hier noch einen Gegner suchen. Ich bin echt ziemlich pisst, dass ich eben den Kampf verloren habe. Mann. Das ist doch echt. Mein Gott. Peter der Puh. Dankeschön. Und der Hausmeister ist übrigens gerade ein bisschen am Rohre kloppen hier. Ich weiß nicht, was der da gerade macht. Der ist bei uns gerade im Waschraum. Und weiß ich nicht, was er da macht. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst es ja, der Hausmeister ist immer... Fred, bist du nicht guter Laune? Ja, doch, jetzt geht's mir so langsam, aber ich habe ja eben verloren. Fred, welches Sternzeichen bist du? Ich bin Löwe. Was man vielleicht an meiner Art auch ein bisschen merkt. Ja, wie gesagt, ich habe im Dezember nicht so viel Zeit dafür den ganzen YouTube-Kram, weil YouTube ja wirklich nur ein Hobby ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Deswegen, so, ja stimmt, das stimmt. Du könntest FAQ unten machen, aber gut, habe ich ja auch schon, Command-Beruf, ja, das ist, geht, ja, warte, ja, gute Idee. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich hier zwar schon wieder 200 irgendwas Truppen, aber irgendwie... Jetzt habe ich auch...
Jetzt habe ich die Blitzzauber auch ausgebildet. Gut, das ist alles. Ich frage mich auch immer, warum fragt ihr mich immer ständig? Apex Gaming, ich habe schon 100 Mal gesagt. Ah, toll, habe ich ihn auch noch. Verklickt, wunderbar. 16 Pokale wieder verloren. Fragst mich doch nicht immer nach anderen Let's Playern. Es ist einfach, Leute, es nervt, ganz ehrlich. Ich kenne andere Let's Player, ich gucke generell kaum andere Let's Player, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Von daher ist es einfach so, wie es ist. Ne? Da müsst ihr einfach akzeptieren. Wenn ich mit jemand anderem aufnehmen will, dann mache ich das. Wenn ich das nicht möchte, dann oder nicht zeitlich nicht schaffe, dann ist es halt so. Und deswegen, so ist das nun mal. Er hier. Okay, das ist erst inaktiv. Den muss ich mir da wirklich mal schnappen, ey. Du kleiner Sackbauer, die schnappe ich mir jetzt aber mal. Die schnappe ich mir jetzt mal. Zumindest mal eben jetzt hier die 50% holen, um mal wieder ein bisschen was reinzuholen. Das wäre. Jetzt habe ich erst die Bogenschützen gesetzt. Das war natürlich auch nicht ganz so schlau. Das war auch nicht ganz so schlau. Ich hätte erst die Barbare ansetzen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Oder kriege ich jetzt wieder keine 50% hin oder was? Das wäre dann aber wirklich ziemlich ärgerlich, wenn ich jetzt hier auch keine 50% hinkriegen würde. 41, 42, 44. Ach komm, Leute. Ah, 45. Das kann doch diesmal nicht so schwer sein. 46. Aber hier unten ist doch auch noch was. 47. Ich werd bekloppt, echt. 49. Ich hätte nicht gedacht, dass es diesmal so knapp wird, ehrlich gesagt. Das ist echt. Eieieiei. Fred, eine Frage wegen App Bonnie. Manchmal gehen die Apps nicht, also manchmal kriegt man keine Punkte. Warum? Das ist eine gute Frage. Bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Wie du meinen Invite-Code eingibst, indem du bei der App müsste irgendwo oben Invite stehen oder einfach direkt irgendwo in der App steht irgendwas mit wo du, gibt es irgendein Feld, wo du einen Code eingeben kannst und dann kannst du ihn dort eingeben. So, wann kommt die nächste Folge Clashcraft? Morgen um 15 Uhr. Plunder Pirate ist übrigens momentan pausiert aus Zeitgründen. Ich werde vielleicht auch warten, bis dort, bis das Spiel für Android kommt. Ich weiß es noch nicht genau. Werden wir dann sehen. Zeit für eine Mauer. Oh, hier, das letzte Stück. Das letzte Stück ist fertig hier davon. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich die Mauerstücke auch schon fertig. Ich denke mal, als nächstes sind jetzt diese Bereiche hier dran. 1, 2, die außen hier. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die. Nee, das nicht. Hier, diese hier noch. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die Base noch lange behalten werde. Mal gucken. Ja, genau. Fred, was machst du heute noch? Ich bin gleich noch weg, deswegen weiß ich nicht, oder beziehungsweise habe ich jetzt schon den Stream etwas vorgezogen. Und ja, so ist das halt. Weiß nicht genau, wie lange ich jetzt noch streamen werde. Ich denke mal nicht mehr ganz so lange, einfach aus Zeitgründen, wie gesagt. So. Na gut, dann gucken wir uns mal den 670k Balloonion Fight an von ihm. Oh, das war auch gut, da. Nein, ich will nicht vorspulen. Wie setzt er denn die? Er hat aber. Wofür hat er denn zwei Sprungzauber? Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir stelle. Wofür hat der liebe Cedric zwei Sprungzauber? Oh, Leute, ich schwöre es wirklich jetzt, wenn es noch einer fragt, ich habe die Frage nach Arbeit und Alter, habe ich schon 100 Millionen Mal beantwortet. Wenn es jetzt wirklich noch einer fragt, dann muss ich euch wirklich bannen, weil es mir echt einfach nur auf den Piss geht. Mann. Leute. Ich wollte nochmal nachfragen, wann du den Clan aufmachen willst. Erstmal gar nicht, weil es letztes Mal so viel Ärger gab, wo ich den offen gemacht habe. Das hat mir einfach gezeigt, dass es nicht funktioniert. Ich würde ihn gerne nochmal offen machen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Von daher wird der Clan erstmal nicht mehr offen gemacht. Das ist einfach so. Und, ja, wie gesagt. Warum sind die COC-Folgen immer so kurz? Willst du mich verarschen? Die COC-Folgen sind teilweise 12 Minuten, teilweise 14 Minuten, außer wenn ich ein paar Angriffe zusammenschneide. Dann, ja, ist es einfach so, dass es ein bisschen kürzer werden kann.
Also Minetor, wenn du noch einmal fragst, wie alt ich bin, dann werde ich dich löschen. Wann hast du angefangen zu streamen? Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich eigentlich auch. Ah doch, klar, ich kann doch auch Leute hier bannen, ne? Das ist doch auch gut. Ich kann auch Leute am Handy bannen. Das ist gut. Ich kann auch hier Leute bannen. Ja, der ist der erste gebannt. Tut mir leid, Leute, aber ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt und wenn ihr trotzdem noch fragt, dann kann ich es nicht ändern. Ach, den zweiten Clan öffnen. Ja, das weiß ich. Ich hab ja keinen zweiten Clan. Den Clan von Matthias, da habe ich ja keinen Einfluss drauf, was er damit macht. Das weiß ich ja nun wirklich nicht. Habe ich genauso viele Pokale wie am Anfang fast, oder? Das ist echt ärgerlich. Kommt bald wieder Lotterie. Ja, das sind auch alles so Sachen, die ich gerne machen würde, die wir dann vielleicht nochmal angehen können. Bist du Doom? Was ist das? Doom anstelle von Dumm. Ja, ganz lustiger Kollege auf jeden Fall. Guten Abend. Hast du eine Freundin? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das werde ich nicht verraten. Ich habe mich aber auch jetzt entschieden, private Sachen generell nicht mehr zu beantworten. Also ich habe es jetzt schon diverse Male gesagt, wie alt ich bin, was ich arbeite, was ich sonst so mache. Und wenn jetzt noch jemand wissen will, dann hat er Pech gehabt. Wie bist du auf YouTube gekommen? Das war zufällig. Und Clash of Clans hat sich auch einfach zufällig ergeben. Ich hatte nie den Plan, Clash of Clans zu machen. Und mein YouTube-Channel ist auch kein reiner Clash of Clans-Channel. Also ich bin kein Clash of Clans-YouTuber. Das ist ganz wichtig. Ich bin kein Clash of Clans-YouTuber. Ich bin ein YouTuber, aber kein Clash of Clans. Mobile Gaming. Mobile Gaming, kein Clash of Clans-YouTuber. Fred und Chat, bist du gerade auf Pokal? Ja, ich habe deine Videos heute noch nicht gesehen und mache das nach dem Stream. Ja, Mogoli, das ist doch mal eine freundliche Nachricht, Leute. Da könnt ihr euch doch mal ein Beispiel annehmen, an Mogoli. Das ist doch mal eine freundliche Nachricht. Ja, ich bin momentan mehr oder weniger. Fred, der Loot ist bei ca. 1550 richtig geil. Ja, hier oben irgendwie gerade nicht so. Aber ich kriege ja jetzt meine 50.000 Bonus da noch dazu. Ja, ich weiß es nicht. Wo arbeitest du? Ich arbeite am Klo. Fred, was für eine Sprache ist das in der Clanbeschreibung? Das ist Plattdeutsch. Zumindest eine Art. Eine Art Plattdeutsch. So. Fred, wie gibt man den Invite-Code von dir ein? Ah, diese Frage, ich glaube morgen muss ich, glaube ich, wirklich mal ein Video dazu machen, wie man den Invite-Code eingibt. Deswegen. Fußball spiele ich sogar auch mal ab und an. Von Zeit zu Zeit. Das ist auch eine Sache, die mir auch Spaß macht. So, wir haben jetzt auch schon ein paar wieder gekriegt, ein paar Pokale. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ein paar kriegen. Warum keine Facecam? Weil ich dafür momentan nicht angezogen bin. Ja, komm, wir machen sie mal kurz an. Warte, wir müssen ja mal eben kurz was regeln. Hier, einen Moment, es geht sofort weiter. Einen Moment, bleiben Sie dran, es geht sofort weiter. Legen Sie nicht auf, es geht sofort weiter mit Ihrem Programm. Der Streamende muss sich nur eben einen Pullover anziehen, über sein T-Shirt. Fred, wie lange spielst du schon COC? Jetzt muss ich mal eben ganz kurz hier die Sachen reinholen, damit ich mal eben kurz das Videogerät anmachen kann. Da bin ich. Aber ich habe diesmal heute meine Haare sind nämlich absolut nicht gemacht. Wobei, es geht ja sogar noch. Aber ich habe da meine Kapuze des Charmes drüber gezogen. Warte mal, Rahmen. Machen wir auch mal eben an. So. Rup, das geht wieder weg. Und wir holen uns ein paar Truppen noch. Und wie gesagt, für die letzten paar Minuten. Wie viel kostet Rathaus auf 9? Gute Frage. Ich muss mich hinsetzen. Das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Das kann ich euch nicht so genau sagen. Das weiß nur der liebe Gott. So, während ich jetzt mich selber immer im Bild sehe, das ist ein bisschen ungewohnt, weil das noch nicht der Fall. Ja, das ist so ein Rathaus. Das ist doch nochmal schön. Hab nochmal ein Rathaus gesehen.
Ich blitze ihn jetzt. Oh, das hat sich aber gelohnt. Das war ja ganz super. Das hat sich ja Go Short Bus Riders. Okay, das war auch ein guter Klarname. Fred, fragst du mal Marbol, ob er nicht mal eine Boombeat-Spezialfolge macht? Also zum Beispiel Freitag zwei Folgen. Boombeat sind wir momentan sowieso am Überlegen, wie weit wir das noch überhaupt fortführen, weil da. Also Boombeat läuft irgendwie generell nicht so gut, finde ich. Das ist so. Was habe ich überhaupt hier drunter? Sieht so aus, als hätte ich da irgendwie. Wer weiß was. Deswegen mache ich die Facecam jetzt auch mal wieder aus. Das ist mein Zimmer. Da läuft im Fernsehen noch Hunger Games. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt. Das ist mein Desktop. Ah, die Facecam. Hilfe, Hilfe. Die Facecam ist aus. Zack. Rahmen aus. Weiter geht's. Warum benutzt du keine Bauarbeiter? Weil ich nichts habe, was ich ausbauen könnte. Ich habe 5 freie Bauarbeiter und kann damit absolut nichts machen momentan. Ich kann absolut nichts damit machen. Das ist keine Mütze, das nennt man Cortex, das nennt man übrigens auch Kapuze, nennt man das. Das nennt man auch Kapuze. Oh, den hätte ich auch rein theoretisch angreifen können, aber truppentechnisch sieht das natürlich mal wieder jetzt nicht so ganz so gut aus. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so haben. 143, es dauert wieder zu lange. Ich will aber trotzdem noch mal ein, zwei Rathäuser snipern, bevor... Oh, Alter. Diese Bases, die kann ich natürlich nicht angreifen. Will aber trotzdem noch eben ein, zwei Rathäuser snipern. Komm, so viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Eine Kaserne, ja, gut, Kaserne könnte ich noch machen, aber... Während der Gold-Challenge jetzt... Für was farmst du eigentlich? Für die Mauern. Momentan aber einfach nur so ein bisschen just for fun, weil ich nicht genau weiß, was ich generell machen soll. Deswegen, hast du deine Bauhütten mit Geld gekauft? Eine habe ich mit Geld gekauft. Die letzte, die fünfte. Die davor nicht, aber die ja wahrscheinlich wisst, dass ich schon mal in Meister war. Von daher habe ich ja dann die 1000 schon gekriegt. Die 1000 Gems und in den anderen war ich ja natürlich auch schon in Kristalle und so, deswegen... Habe ich da natürlich auch schon die Gems bekommen für die Bauhütten, von daher lohnt sich das natürlich auch. Dein Lieblingsschauspieler? Oh, ganz. Mein Lieblingsschauspieler ist. Woody Harrelson finde ich ganz gut und Bill Murray finde ich auch relativ genial. Und jetzt seht ihr wieder nicht. Finde ich auch ganz gut, wenn der Stream. Wenn man streamt und dann hat man hier die Lupe des Todes und dann kommt einfach nichts. Ah, da ist was. Während ich jetzt hier noch im Fernsehen Hunger Games dran habe, muss ich sagen, Jennifer Lawrence kann man sicher dann auch schon mal geben. Auf das mal. Wann kommen Besuche? Heute kommen keine Besuche mehr. Ich habe schon ein paar Leute besucht. Auf welchem Level geht mein Rathaus 9? Das ist auch ein Level, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie weit deine Base ist. Aber wenn deine Base maxed ist, dann kannst du ja auch Rathaus 9 gehen. Oder fast maxed ist, das ist ja einfach so. Wie kann man COC am PC spielen, indem du dir Bluestacks runterlädst? Ronaldo oder Messi? Messi, natürlich, Messi. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie noch ein Rathaus mal eben. Wie lange spielst du schon COC? Das sind eigentlich alles Fragen, die ich schon 100 Mal beantwortet habe. Ich muss wirklich mal so ein FAQ-Video machen. Pornos gucke ich nicht, lieber The Most Like Fail, von daher kann ich dir das leider nicht beantworten. Sollst du auch nicht tun. So. Oh, wir haben da Lakai 1 von einem guten alten Rotweinpirat gekriegt, der uns eben den Arsch gerettet hat. Ja, muss man schon so sagen. Wir haben aber noch ein paar Truppen übrig, die wir noch ausbilden können. Und ich habe auch noch Zeit, im Grunde, ja, bis der Golem auf 2 ist, das dauert auch noch. Und dann will ich den da sofort auf 13, da brauche ich 70.000 für. Habe ich eh noch 7 Tage Zeit für, von daher. Alles, die Kaserne könnte ich nur machen, das ist richtig, aber. Ah, das ist nächstes Montag, also quasi morgen, startet die Gold-Challenge gegen den Clan von Matthias. Genau. Das wird eine große Gold-Challenge, wer mehr Gold sammelt. Und das kann man ja auch ganz leicht kontrollieren. Es wird ein bisschen Arbeit sein, ich werde das alles bei Excel eintragen. Ja, Evolution, dann wäre ich auch mal so schlau gewesen. Das gerade nochmal reinzuschreiben, wenn du schon sagst, du hast gesagt, du besuchst mich und machst es nicht, dann hätte ich gerade den Namen nochmal reingeschrieben.
Dann hätte ich dich ja noch besuchen können. So hast du jetzt wieder die Zeit vom Slow-Mo. Kannst du mal zeigen, wie man X-Mod... Nein, X-Mod würde ich euch auf jeden Fall raten, es nicht mehr zu benutzen. Ich habe es auch sofort runtergeschmissen und benutze es auch nicht mehr. Weil einfach... Ja, es verändert einfach das Spiel zu viel. Also es ist ein Vorteil gegenüber den anderen Spielern und das macht es dann halt auch zum Cheat und deswegen... So. Ist deine Base aus dem Internet? Nein, das ist die erste von mir selbst gebaute Base. Ich habe alle vorher, habe ich immer von TOC-Bilder oder so genommen, aber das hier ist die erste... Ja. Was sind deine persönlichen Ziele in Clash of Clans? Boah, das ist, wie gesagt, Clash of Clans ist halt einfach ein Spiel. Also man soll es an dem auch nicht zu viel beimessen. Wenn ich irgendwann mal eine Maxed Base haben sollte, Rathaus 10, ich weiß es nicht, ob ich es schaffen werde oder nicht. Und ob ich, ja, vielleicht, ich möchte natürlich auch in, Champions, in die Champions League mal kommen. Es sind halt alles so Ziele, die man sich da mal steckt. Aber wie gesagt, ob man es mal schafft, das ist eine andere Sache. Wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich mit dem iOS-Release angefangen hätte. Dann wäre es natürlich, ja, dann wäre es natürlich einfacher gewesen. Ja, ich wollte auch noch bald ein paar neue WTF-Base-Compilations machen. Oh, ach, so viel zu tun, so wenig Zeit, Leute, Leute. Es kommen auch nächste Woche noch zwei neue Spieletests. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ja, ich habe einen zweiten Account, mit dem wollte ich mal ab und zu mal ein bisschen trollen. Das hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Was mich mal interessieren würde... Wo ich gerade Hunger Games im Fernsehen sehe. Wer von euch hat den Film geguckt? Wer von euch hat den Film geguckt? Wer von euch hat den zweiten Film geguckt? Wer von euch hat vor, sich den dritten anzugucken, der ja nächste Woche in die Kinos kommt? Würde mich mal interessieren. Ich finde die Serie, beziehungsweise die Trilogie bis jetzt, zwei von drei Filme, ja, finde ich recht gut, muss ich sagen. Also bin positiv überrascht. Von daher... Was? Dafür ist sie ziemlich kacke. Das wüsste ich jetzt nicht. Das ist nur ein halber Satz, was du mir damit sagen willst. Keine Ahnung. Wann machst du Rathaus 10? Wenn ich... ja, ich mache erst die Jagd auf Champions League und dann mache ich Rathaus 10. Oh, wir haben noch einen gefunden. So muss das sein. So muss das sein. Was haben wir sonst noch? Ich habe beide gesehen und schaue mir auch den dritten an. Das ist doch gut. Stream ist 20 Uhr, kann ich nicht, weil ich gleich weg muss. Leute, ich muss gleich unbedingt noch weg. Deswegen habe ich ja auch jetzt schon einen ganz spontanen Stream reingehauen. Welcher Film? Fred, magst du den Hobbit? Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und da müsst ihr mit Matthias sprechen. Der ist da der Experte bei Herr der Ringe und dem Hobbit. Guckst du The Walking Muggy? Ja, das sehe ich immer, wenn Matthias hier vorbeikommt. Wenn man auf dem PC Clash of Clans spielen will, kostet es nichts. Das ist umsonst. Das ist umsonst. Der zweite ist gar nicht scheiße, Kira. Ihr müsst alle Kira haten. Alle deabonnieren. Wer Kira auf YouTube abonniert hat, müsst ihr alle deabonnieren. Der zweite Film ist gut von Little Buddha von Panem. Kira, was erzählst du denn hier? Müssen wir noch mal überlegen, ob ich dich hier zu mir lasse. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich würde ganz gerne noch einen angreifen, richtig, aber ich habe... Ich brauche auf jeden Fall noch einen Zauber. Ich würde sagen, wir jammen uns den mal eben. Sonst dauert das einfach zu lange. 2 Minuten. 31, Alter. Ich kann doch nicht 31, 51 Gems jetzt hier ausgeben. Ich warte jetzt mal eben noch diese 1 Minute. Dann haben wir zumindest schon mal einen zweiten Blitzzauber. Eieiei. Die ersten beiden Teile sind echt ziemlich genug, muss man schon sagen. Ach ja, so ist das. Was mich auf jeden Fall auch freuen wird, wenn ich dann ein bisschen GTA spiele, wenn dann einige von euch mitspielen wollen, ja, werde ich dann noch meinen Namen sagen, meinen Ingame-Namen und dann kommt noch ein extra Video zu dem Clan War Clan. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal Mittwoch. Bist du Fan von Borussia Dortmund? Nein, bin ich nicht. Wie benutzt man App Bounty? Da musst du mal auf meinen Channel gehen und mal App Bounty eingeben, dann wird dir geholfen. Ja, Kira, dann hast du wohl keine Ahnung von Filmen. Nein, Spaß. Aber ich finde den eigentlich ganz gut. X-Mod ist eine Mod, mit der du zum Beispiel bei der Gegnersuche eingeben kannst, dass du nur Gegner nehmen willst, die so und so viele Ressourcen haben und so weiter. Hast du den Stream eigentlich angekündigt? Der Hobbit ist ungefähr der schlechteste Film überhaupt. Also ich habe mir den Trailer angeguckt und... dachte ich schon so, ja, genau. Und ein Kollege von mir wurde von seiner Freundin gezwungen, da reinzugehen und dann so nach 3 Stunden so, ja, gar nicht mal so gut. Genau, Kira, was laberst du hier im Chat, Alter? Den nehme ich jetzt mal hier.
Oh, ich habe so viele Ballonsen. Ich habe so viele Ballons, Alter. Ich habe zu viele Ballons. Ich habe zu viele Ballons. Ich will eigentlich nur die Luftabwehr eben kaputt machen. Das ist so das Ziel. Aber in diesem, bei diesem Angriff hier werde ich definitiv die Prozente, glaube ich, holen, die ich brauche. 24%, 25%, 28%, 32%, es läuft. Oh, die Ballons sind gleich schon kaputt. 33, 35, oh. Es wird knapp. Ich muss echt nochmal die Ballons hinterher schicken, oder? Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier so viel Ballons ausgeben muss für so einen Scheiß. Oh, Mann. Oh, Mann, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. 43. Oh. Tut mir das nicht an. Oh, Alter, ey. Mein Herz. Ah, Dreammaker ist auch da. Dreammaker, mit dem ich auch schon öfters GTA gespielt habe und bald auch noch vorhab, GTA 5 für die Next Gen zu spielen. Wie gesagt, wenn da jemand Lust hat, kann er da gerne mitmachen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn du ihn nicht mal gesehen hast, ja, das ist, ich habe den Trailer von Der Hobbit gesehen. Ich bin halt kein Fan von sowas, ich muss aber auch sagen, bei Filmen, das ist ja auch alles subjektiv, von daher, wenn man einen Film mag, dann mag man ihn, wenn man ihn nicht mag, dann mag man ihn halt nicht, das ist halt so. Ne? So ist das. Mach mal Facecam an, hatte ich eben schon an, muss ich nicht nochmal anmachen. Weißt du, wann etwa das nächste Update für CQC kommt? Ich denke mal Weihnachten. Weihnachten oder kurz vorher wird das wohl kommen. Und ich würde auch sagen, wir sind jetzt am Ende vom Stream, weil ich wirklich, wirklich, wirklich weg muss. Und das, wie gesagt, nur ein spontaner Stream sein sollte, ich eh schon länger streamen, als ich überhaupt vorhatte. Deswegen würde ich sagen, Dreamhacker 18 holt ja auch die PS4 am Dienstag. Dann, wie gesagt, ich werde den Namen noch sagen, wie ich dann heiße. Dann können wir vielleicht mal zusammenspielen. Dann fügt mich als Freund hinzu. Dreamhacker 18 weiß ja, wie es läuft. Und deswegen würde ich sagen, komm mal in den Stream-Clan. Stream-Clan 1, Leute, gibt es nicht mehr für mich. Ich habe den Stream-Clan das letzte Mal offen gemacht und wenn ich das nächste Mal beim Stream mache, ich halt wieder einen neuen Stream-Clan auf. Von daher, Stream-Clan 1 gibt es einfach nicht mehr. Das war halt nur für den Stream gedacht und das ist jetzt nicht mehr. Ja, GTA 5 musst du mal eine dicke Session starten. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Habe ich richtig Bock drauf. Und es soll ja auch irgendwie mit, glaube ich, mit 32 Leuten gehen. Und ja, deswegen. Würde ich sagen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem kleinen spontanen Stream. Haut rein, guckt euch die 17 Uhr Folge noch an, wenn es euch interessiert. Und ja, geht's morgen weiter mit Clash of Clans und mit Boom Beach und so weiter und so fort. Macht's gut. Morgen kommt auch Clashcraft um 15 Uhr. Bis dahin noch einen schönen Sonntag. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.